Moin! Kurz vorweg, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Einen fetten Dank für euren Support in den letzten zwei Episoden unserer gemeinsamen Reise. Eine Reise durch Kanto, in welche wir alle Pokémon, Items, TMs, Pokepuppen und vieles, vieles mehr abstauben. Dies ist die dritte Folge meiner Dokumentation des perfekten Pokémon Feuerrot-Spielstandes. Und ganz ehrlich, ich kann es eigentlich kaum erwarten, euch noch mehr Trivia, Funfacts und jedes kleine Detail dieser tollen Welt zu präsentieren. Falls ihr zum ersten Mal hier seid, schaut euch doch bitte die ersten zwei Folgen zuerst an. Ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt nochmal an all die wunderbaren Menschen, die mir über Kommentare, Likes und Abos gezeigt haben, dass sich die vergangenen Monate harter Arbeit gelohnt haben. Ich komme nicht drauf klar. Mit jeweils über 3500 Likes und 1500 neuen Mitgliedern in unserer Crew habt ihr Großes geleistet. Danke, danke und nochmals danke. Ich möchte mich diesbezüglich erkenntlich zeigen. Daher habe ich mich dazu entschlossen, auch mein zweites Display der Pokémon-Karten-Erweiterung Verlorener Ursprung an einen von euch zu verschenken. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist zu kommentieren. Ach, und by the way, wirken sich Kommentare anscheinend nicht auf den Algorithmus aus. Bei 2000 Comments unter Teil 1 konnte ich keine Steigerung der Reichweite in meinen Statistiken finden. Aber darum geht es bei dem Giveaway auch nicht. Wenn ihr mir etwas Gutes in Bezug auf YouTube-Zahlen tun wollt, dann fordere ich euch jetzt auf, den Like-Button durchzudrücken wie Jürgen Milski den Hot-Button. Und kontrolliert dabei auch, ob ihr schon Abonnent dieses Kanals seid. Ich hätte schwören können, dass ich Blueboy Finn abonniert hatte, so viele Videos, wie ich mir von dem gegeben habe. Aber nö. Eins ist ganz wichtig. Beides ist keine Voraussetzung, um am Giveaway teilzunehmen. Da reicht ein Kommentar. Aber traurig wäre ich darüber natürlich auch nicht. Mein großes Ziel ist es, noch dieses Jahr die 50.000 Abos zu knacken. Und ihr könnt dabei helfen, dass wir dieses Ziel erreichen. Alle Teilnahmebedingungen zum Giveaway findet ihr, by the way, in der Beschreibung. So, jetzt aber genug von dem dämlichen YouTuber-Talk. Starten wir gleich rein in die dritte Episode der längsten Dokumentation, die ich je verfasst habe. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte Kantos, gefüllt mit neuen, spannenden Abenteuern, Pokémon und Charakteren. Herzlich willkommen zu unseren ersten Schritten auf den geheimnisvollen Seavey Islands, dem Erkämpfen zahlreicher Orden und noch vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Safe State Teil 3. Jetzt ist es endlich Zeit für die Safari-Zone. Gegen Geld können wir entweder so lange Pokémon fangen, bis wir 600 Schritte gemacht oder alle 30 Safari-Bälle verbraucht haben. Hier fangen wir eine Menge neuer Pokémon, nämlich Nidorino, Owei, Rihorn, Dodu, Parasect, Omot, Sichlor, Chanera, Tauros, Kangama, Dratini und Dragonir. Dragonir hat durch das Angeln wirklich sehr lange gedauert. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Drachenschlange bald eine der größten Herausforderungen des Runs mit sich bringen würde. Die schwer zu fangenden Pokémon Sichlor, Chanera, Tauros und Kangama waren mit der richtigen Taktik eigentlich kein Problem. Es gibt im Internet genaue Tabelle, was man während eines Fangversuchs alles beachten muss, um seine Chancen zu erhöhen. Ich habe mich einfach stumpf an meine 2-3 Regel gehalten. Diese besteht aus 2 Ködern hintereinander werfen, gefolgt von 3 Safari-Bällen. So habe ich teilweise über 10 Fangversuche pro Pokémon durchführen können. Abgesehen von den vielen Pokémon könnt ihr in der Safari-Zone noch viel mehr entdecken. In Rasthäusern treffen wir auf viele NPCs, die einem nützliche Tipps zum Fangen der Pokémon geben. Außerdem treffen wir dort auf Sarah. Diesen NPC hatte ich bereits im Most Perfect Safe State Gelb erwähnt. Sie wartet auf ihren Freund Erik. Dieser treibt sich vor der Safari-Zone rum und wartet seinerseits auf Sarah. Lasst mich dieses Mal die Gelegenheit nutzen und tiefer auf diese beiden Personen eingehen. In der englischen und deutschen Übersetzung könnte man denken, dass hier entweder eine Sidequest verborgen liegt oder sich die Übersetzer einfach einen Spaß erlaubt haben. Googelt ihr Sarah und Erik Pokémon, so trefft ihr auf unzählige Foren, in denen gefragt wird, was es mit den beiden auf sich hat. Tatsächlich verbirgt sich hier in der original japanischen Version ein Wortspiel und eine Referenz an die Entwickler. Erik heißt im Japanischen Koji. Ja, das wird der Koji Nishino sein, von dem ich schon berichtete. Und Sarahs Name lautet Atsuko. Atsuko Nishida ist eine Grafikerin, die im Entwicklerteam Game Freaks mitwirkt. Sie hat ein paar Pokémon mitdesignt. Nichts Besonderes. Nur Glurak, Pikachu, Psyana und Nachtara. Ja, diese absoluten Legenden-Pokémon stammen mit aus Atsuko Nishidas Feder. Aber ich schweife ab. Das Wortspiel, welches in der Übersetzung verloren ging, gestaltet sich wie folgt. Koji, also Erik, sagt wörtlich übersetzt,
Ist das nicht seltsam? Azuka hat gesagt, ich solle ein Vogel-Pokémon nutzen, um sie zu treffen, aber ich kann keine Vogel-Pokémon finden. Während Azuko, also Sarah, sagt, ich habe Koji darum gebeten, mit mir zusammen Pokémon zu fangen, doch wo ist er? Was erstmal keinen Zusammenhang zu haben scheint, wird klarer, wenn wir uns die japanischen Wörter zu Vogel-Pokémon und Pokémon-Fangen angucken. Auf Japanisch heißt Vogel Tori, also ein Vogel-Pokémon wäre entsprechend Tori-Pokémon. Nimmt man nun Tori und packt es hinter das Wort Pokémon, entsteht Pokémon Tori, was in diesem Kontext eher Pokémon erhalten/fangen bedeutet. Durch das Verschieben des japanischen Wortes für Vogel ist also ein völlig neuer Satz entstanden. Schwierig, diese Art von Wortspielen in anderen Sprachen zu übersetzen. Stellt es euch so vor wie eine Meme zur Kommasetzung. Komm, wir essen, Opa, hat einen völlig anderen Sinn als komm, wir essen, Opa. Ich hoffe, dass ich es halbwegs verständlich rüberbringen konnte. Anschließend gibt es in der Safari-Zone eine Tonne an Items zu finden. Diese sind ein Nugget, ein Top-Trank, ein Top-Genesung, ein Blattstein, DTM-11 Sonnentag, ein Protein, die Flinkklaue, DTM-47 Stahlflügel, ein Top-Beleber, ein Top-Trank, DTM-32 Doppelteam und natürlich die VM-03 Surfer, wenn man das letzte Haus erreicht, sowie eklige Goldzähne und die versteckten Items Blattstein und Beleber. Die gammligen alten Beißerchen stopfen wir dem Zonenopa in die Fressluke. Dieser erfreut sich selbstredend daran, wieder verstanden zu werden und überreicht uns zur Belohnung gleich die nächste VM-04 Stärke. Jetzt können wir nicht nur auf dem Wasser gleiten, sondern auch schwere Steine aus dem Weg schieben. Ab jetzt wird Mauzi in unserem Team von Quapuzzi abgelöst, der beide VMs lernen kann und damit ein hervorragendes neues VM-Nutztier abgibt. Damit haben wir zunächst alles in Fuxania City erledigt und können die dort noch erhältlichen restlichen Items abstauben. Diese sind ein Sonderbonbon im Haus des Wärters und ein versteckter Top-Beleber. Mit dem Surfer in der Tasche steht uns nun der Großteil Kantos offen. Wir machen daher nochmal einen Abstecher nach Route 10 und dem Kraftwerk, welches wir jetzt erreichen können. Auf dem Weg dorthin fangen wir uns an Tetacha und angeln uns ein Krabi. Vor dem verlassenen Industriegebäude treffen wir auf den einzigen Trainer in ganz Kanto, den Sebi Islands mal ausgeklammert, der ein Schlurp besitzt. Nette Nebeninformation? Der Pokémon-Trainer ist ein Maniac namens Mark. Warum ist das von Relevanz? Weil das einzige Schlurp, welches man in diesem Playthrough erhalten kann, nur durch Tausch zu erstehen ist. Und welchen Spitznamen trägt dieses Schlurp? Genau, Mark. Ich halte dies für einen dummen Zufall, aber erwähnenswert finde ich es dennoch. Oh, hi Mark. Im Gebäude gibt es wieder einige Pokémon für unseren Pokédex. Magnetilo, Magneton, Elektroball und Electek werden dem Dex hinzugefügt. Ja, da fehlt noch eins. Komme ich gleich zu. Das Kraftwerk ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Überall liegen Schutt und Trümmerteile. Durch die verwinkelten Gänge bahnen wir uns unseren Weg und werden ständig von Elektro-Pokémon angegriffen. Auch vermeintliche Items stellen sich als Elektroball heraus und stellen für RPGs typische Mimics in der Pokémon-Welt dar. Um mich gegen die Herausforderung zu wappnen, die uns bald erwartet, entwickle ich Ragnafari endlich per Mondstein zu Nidoqueen weiter. Sie erhält dadurch den Zweityp Boden, ist also gegen Elektroattacken zukünftig immun. Damit ist unser Team auch erstmal voll entwickelt. Zumindest bis zum ersten Durchlauf der Pokémon-Liga. Ganz am Ende der Ruine treffen wir dann auf unser erstes legendäres Pokémon im Spiel, Zapdos. Auf Level 50 kann es ganz schön reinhauen, wenn es trifft. Hier fällt mir auf, dass die Entwicklung Arachnafarias eigentlich nicht wirklich notwendig gewesen ist. Denn abgesehen von Donnerwelle verfügt Zapdos über keinerlei Elektroattacken. Nur für den Kampf gegen den gezackten Blitzvogel stelle ich mein Team kurzfristig auf Pokémon um, die Zapdos nicht so schnell erledigen kann. Magneton zum Beispiel kann mit Dauerwelle hervorragend paralysieren und hat mit Elektrostahl gleich doppelte Resistenz gegen Zapdos Borschnabel. Als sich mein Liebling des Trios im roten KP-Bereich befindet, fange ich an Hyperbälle zu schmeißen und hoffe darauf, dass es in einem drin bleibt. Nach ein paar Versuchen gelingt uns der Fang und die fliegende Autobatterie wird unserer Sammlung hinzugefügt. Besonders cool, es hat ein mäßiges Wesen, also ideal für ein Pokémon, welches überwiegend spezielle Attacken ausführt. Kommen wir zu den Items, welche wir im Kraftwerk finden können. Die TM25 Donner, ein Top-Trank, TM17 Schutzschild, Elixier, einen Donnerstein und die versteckten Items Top-Elixier und einen weiteren Donnerstein. Wir kehren nach Fuxania City zurück und begeben uns von da aus Richtung Westen, um den Radweg nach Prismana City hochzufahren. Klar, warum auch einfach, wenn es auch unnötig schwer geht. Auf Route 18 begegnen wir ein paar Vogelfänger. Dadurch, dass wir die kompletten Routen 12, 13, 14, 15, die Fuxania City Arena und das Kraftwerk absolviert haben, sind wir mittlerweile mindestens 10 Level über dem der Gegner. Hier geht es also nur noch darum, die Trainer bekämpft und das Preisgeld eingeheimst zu haben. Im Verbindungshaus zum Radweg können wir mit diesem NPC das bereits eben erwähnte Schlurp Mark gegen ein Enteron tauschen. Ich besitze das Pokémon jedoch noch nicht.
Also legen wir den ersten Gang unseres Fahrrads ein und strampeln uns die Route 17 hoch. Der Radweg ist gespickt mit vielen gemeinen Bikern. Auch hier sind wir, in puncto roher Kraft, natürlich haushoch überlegen. Ein Umstand, der sich durch die nächsten Spielstunden ziehen wird. Der Radweg beherbergt mit die wertvollsten versteckten Items. Diese sind ein Top-Elixier, ein Top-Genesung, ein AP+, ein Top-Beleber und ein Sonderbonbon. Route 16 stellt eigentlich die Zufahrt zum Radweg dar, wenn man sie richtig herumfährt. Auch hier treiben Biker ihr Unwesen. Aber keine Sorge, unser Team ist ja bereits da, um ihnen ein paar Manieren beizubringen. Das einzige Item auf dieser Route sind die vergrabenen Überreste von Relaxo. Okay, das klang jetzt so, als hätte ich die Gebeine eines verstorbenen Pokémon ausgebuddelt, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es ist halt genauso dämlich zu erhalten wie die anderen Überreste und die Sanftglocke. Genau auf der Position stehen und den Detektor benutzen. Im Durchgangshäuschen können wir im zweiten Stock einen weiteren Assistenten des Professors finden. Für 40 gefangene Pokémon erhalten wir das Münzamulett. Ein von einem Pokémon tragbaren Item, das das erhaltene Preisgeld am Ende eines Kampfes verdoppelt, wenn das Pokémon mit dem Münzamulett am Kampfgeschehen teilgenommen hat. Ich brenne das Relaxo weg und setze meine Reise fort. Immerhin haben wir ja bereits eins gefangen. Über einen Zerschneiderbusch erhalten wir Zugang zu einem, in Anführungsstrichen, versteckten Haus. In diesem lebt eine Frau, die befürchtet, dass wir ihr tolles Versteck verraten können. Damit wir dicht halten, bekommen wir die VM02 Fliegen. Damit haben wir die Schnellreise des Spiels freigeschaltet. Jetzt widmen wir uns Safronia City. Veteranen der ersten Generation wissen, dass wir die größte Stadt Kantos im Zentrum der Region nur dann betreten können, wenn wir den Wachen ein erfrischendes Getränk aus einem der Automaten im Einkaufszentrum überreichen. Hier hat eine Änderung stattgefunden. In den Remakes könntet ihr nämlich mit einer ganzen Palette Limonade um die Ecke schlendern und käme trotzdem nicht in die Stadt. Stattdessen müsst ihr den Themeninventar haben, den euch die Oma in Prismania City geschenkt hat. Dass dies jetzt nur über das Basis-Item möglich ist, hat einfache Gründe. Die Möglichkeit zu tauschen und dass Pokémon nun Items halten können. Letztere Mechanik war in Generation 1 nämlich noch nicht enthalten. Hätte man das notwendige Item nicht in ein Basis-Item verwandelt, könnte ein Spieler, der weiter im Spiel fortgeschritten ist, einfach ein Pokémon zu einer anderen Edition tauschen, welches ein Getränk hält. Damit wäre es dem Spieler theoretisch möglich, noch vor Erhalt des zweiten Ordens Safronia City zu betreten und von da aus Lavandia und Prismania ebenfalls zugänglich zu machen. Es würde die vom Entwickler erdachte Spielroute komplett auf den Kopf stellen und damit Orte wie den Felstunnel überflüssig machen. Basis-Items können einem Pokémon nicht zum Halten gegeben werden. Damit ist sichergestellt, dass der Spieler auf jeden Fall nicht über die Tauschfunktion abkürzen kann. Fun Fact: Trotz fehlender Features ist es in Generation 1 möglich, eine Limonade, Sprudel oder Tafelwasser zu erhalten, und das vor Prismania City. Hierfür ist Pokémon Stadium notwendig. Aber hier ins Detail zu gehen, würde den Rahmen sprengen. Die goldgelbe Stadt Kantos ist aufgrund einer feindlichen Übernahme Team Rockets noch nicht wirklich erkundbar. Wir widmen uns daher zuerst der Klärung dieses Problems. Die Wache, die den Eingang zur sogenannten Sylphcore blockieren sollte, pennt in aller Seelenruhe, sodass wir einfach hineinspazieren können. Ab hier erwartet uns der mit Abstand größte Dungeon des ganzen Spiels. Und ich liebe ihn. Über 10 Stockwerke verteilt müssen wir gegen Massen an Trainern, meist Team Rocket-Mitglieder, kämpfen und den Vorstand des Großunternehmens aus den Clown Giovannis befreien. Dabei begegnen uns auch Angestellte, die sich in Lagerräumen verstecken oder in Aufenthaltsräumen zusammengefercht wurden. Und ich liebe jeden Aspekt dieses Settings. Kombiniert mit der düsteren Musik hat dieser ganze Part von Feuerrot etwas von einem Actionfilm, in dem sich der Protagonist von Erdgeschoss bis zum großen Finale auf dem Dach durchballern muss. Das findet in dieser Form leider in keinem anderen Pokémon-Spiel statt. Meine Strategie ist in der Sylphcore durch die vielen Playthroughs schon sehr ausgecheckt. Ich laufe sofort bis zum vierten Stock, nutze diesen Teleport und gelange so an den wichtigsten Gegenstand im ganzen Gebäude, dem Türöffner. Dieses Basis-Item lässt uns alle Türen des Hochhauses öffnen und ermöglicht es uns, jede Ecke frei erkunden zu können. Für Verwirrung sollen die einzelnen Teleporterplatten sorgen, die überall verteilt sind. Wenn ihr den Öffner aber quasi von Anfang an zur Verfügung habt, könnt ihr die Platten die meiste Zeit ignorieren und euch schön systematisch vom ersten Stock an hocharbeiten. Und genau so habe ich es gemacht. Für die ein oder andere Überraschung können die Forscher sorgen, die auf den ersten Blick wie unschuldige Mitarbeiter wirken, sich dann aber als Gegner und Befürworter Team Rockets entpuppen. Das verleiht dem Ganzen noch zusätzlich ein Inside-Job-Flair und untermalt die Glaubwürdigkeit der Geschichte, dass Team Rocket es geschafft hat, ein so großes Gebäude zu besetzen. An dieser Stelle ein großes Lob an die Entwickler. Sie haben dem Spieler erlaubt, in der Sylphcore die Turbotreter zu verwenden. Das ist angesichts der schieren Größe der einzelnen Etagen ein großes Geschenk.
So muss man nicht in langen Strecken von Ecke zu Ecke dackeln, sondern kann sich im Schnelldurchgang durch Rockets metzeln und sich dabei fühlen wie Levi Ackermann aus Attack on Titan. In der ersten Etage finden wir eine verängstigte Dame, die so viel Bammel hat, dass sie uns spontan Dauerwelle beibringt. Dauerwelle? Ja, egal, lass mal drin. In der ersten Etage finden wir eine verängstigte Dame vor, die so viel Bammel hat, dass sie uns spontan Donnerwelle beibringen möchte. Ein Forscher auf der fünften Etage beschwert sich darüber, dass er nach Tixie geschickt werden soll, einem Ort, der in der echten Welt existiert. Tixie ist ein Ort in der russischen Republik Sacha. Dort herrscht auch im Sommer selten über 10 Grad Celsius. Ich kann also verstehen, dass der Kittelträger da nicht unbedingt hinversetzt werden will. Dass Tixie hier namentlich genannt wird, stellt nur eine von recht vielen seltsamen Nennungen von real existierenden Orten und Ereignissen dar, die Pokémon-Welt mit der echten zu vermischen versucht. Eine weitere ist die Mondlandungsreferenz im Museum von Momoria City. Kanto selbst ist eine Region Japans und auch dieser nachempfunden. Offensichtlich war damals die Intention der Entwickler, dass die Geschehnisse dieser Spiele einfach in der echten Welt stattfinden. Diese scheinen sie mit zukünftigen Spielen abgelegt zu haben. Heute findet man nur sehr, sehr selten Verweise auf unsere Welt. Etage 5 beherbergt zudem den ersten von 4 berüchtigten Team Rocket Brüdern. Einige von euch werden sich erinnern. Im kompletten Gebäude finden sich, Überraschung, 4 Rocket-Mitglieder, welche sich selbst diesen Titel geben. Abseits davon sind hier aber keine besonderen Details zu entdecken. Die anderen Brüder könnt ihr auf den Etagen 6, 7 und 8 finden. Alle 4 zu besiegen bringt euch keine Belohnung ein. Auf Etage 8 befindet sich eine Krankenstation. Hier können sich eure Pokémon von den Strapazen der vielen Kämpfe erholen. Das im Vorfeld zu wissen, kann sehr wertvoll sein, da ihr euch dann den Weg zum Pokémon Center und einige Highlight-Items sparen könnt. Abgesehen von den vielen kleinen Sachen, die ich jetzt in Bezug auf die Silphcore angesprochen habe, gibt es tatsächlich gar nicht so viel Wissenswertes zu entdecken. Es ist wirklich einfach nur ein Dungeon gefüllt mit Gegnern und Items. Glaubt mir, ich habe mit jedem Telefon, jedem Computer und jedem Regal interagiert. Es ist überall der gleiche Flavortext. Die Ausnahmen sind die Klappbretter auf diesen Tischen. Diese enthalten selbst aber nur Informationen, die wir als Spieler längst wissen. Ihr könnt euch also darauf konzentrieren, einen Trainer nach dem anderen abzulatten und euch dann dem Finale dieses Kapitels widmen. Dem Kampf mit eurem Rivalen und Giovanni. Natürlich hat sich auch Sockdick durch das Hochhaus geboxt und beschließt kurzerhand uns anzugreifen. In Runde 1 stehen sich Polente und Taubos gegenüber. Ich spamme Schwerttanz, was durch den Downreigen seines Taubos stets negiert wird. Nach ein paar Runden hin und her wechselt Taubos zu Flügelschlag und besiegt unsere Ente durch einen Crit, also alles für die Cuts. Dafür kommt Killers aufs Feld und stutzt dem Vogel die Federn. Das nimmt sich Sockdick gleich zum Anlass, um sein Turtok aufs Feld zu holen. Um Killers vor Schaden zu bewahren, wechsle ich in Alt-Edi ein und haue ordentlich mit Superzahn drauf. Eine Attacke, die KP des Gegners immer halbiert. Es ist zwar knapp, aber durch einen Ruckzuck-Hieb kann unser Radikal das Ace-Pokémon unseres Rivalen besiegen. Wir müssen uns nun einem Fukano stellen. Angesichts unserer Teams keine große Herausforderung, auch wenn es Ragnafari tatsächlich ziemlich viel KP kostet. Da Nidoqueen in diesem Kampf eh nicht mehr viel Land sehen wird, lasse ich es gegen Owei drin und leiste mit Biss etwas Vorarbeit. Sein Level 35 Simsala hätte in der Theorie gefährlich werden können. Alt-Edis Ruckzuck-Hieb und der schlechten KI unseres Gegners, der allen Ernstes sehr eingesetzt hat, haben wir einen ziemlich einfachen Sieg zu verdanken. Ich kuriere meine Pokémon auf der Krankenstation und rede mit diesem netten Herrn. Er überreicht uns ein Lapras als Dank für unsere Rettungsmission. Dieses wird, im Gegensatz zu MPSS Gelb, aber kein permanentes Mitglied. Auf zu Giovanni. Don Corleone wirkt ziemlich angefressen, dass wir ihm wieder die Suppe versalzen. Ein Kampf folgt auf dem Fuße. Ich beginne den Kampf mit Glurak. Sein erstes Pokémon, Nidorino, können wir schnell wegfeuern. Ich versuche mal mein Glück und lasse es gegen Rihorn drin. Ein Fehler. Obwohl der Flammenwurf gut Schaden macht, besiegt uns das Nashorn mit einer Felsenwurfattacke. Arachnafaria muss klären. Es verfügt noch über die Attacke Doppelkick, was uns gegen Giovannis Kangama hilft. Ganz zum Schluss heißt es Nidoqueen gegen Nidoqueen. Da ich Nidorina zu früh entwickelt habe, hat es nie Bodyslam erlernt. Ein Fehler, der uns diese Runde kostet. Natürlich haben wir noch mehr als genug Teammitglieder, um den Kampf hier safe für uns zu entscheiden. Wie so oft besiegt Edi das letzte Pokémon und weist dem Boss Team Rockets damit in seine Schranken. Opa Silphco ist natürlich entzückt von uns gerettet zu werden. Als Dank erhalten wir einen Meisterball. Ich denke, es bedarf hier keiner Erklärung, was wir damit anstellen können und was der Ball kann, oder? So wie bei den allermeisten Spielern heutzutage wird die Fangmurmel eh bis in alle Ewigkeit in meiner Tasche vor sich hin oxidieren. Vorausgesetzt, ich begegne keinem leicht zu fehlenden Shiny. Saffronia City ist befreit. Doch bevor wir das Gebäude endgültig hinter uns lassen, jogge ich nochmal durch den kompletten Wolkenkratzer, um alle Items zu finden. Oh Mann, die Liste wird lang. Seid ihr bereit?
In der Sylph Core könnt ihr folgende Items erlangen. Einen Hypertrank, die TM41 Folterknecht, einen Hyperheiler, ein Top-Beleber, ein Fluchtseil, die TM01 Power Punch, ein Protein, ein KP+, ein X-Spezial, ein Calcium, die TM08 Protzer, ein Eisen, ein Carbon, ein Sonderbonbon, ein Hyperball und ein Fläschchen Zink. Und das waren nur die sichtbaren Items. Die versteckten Gegenstände sind ein Hyperball, ein Protein, ein Eisen, ein Elixier, ein AP+, ein Carbon, ein Zink, ein Nugget, ein Top-Trank, ein Calcium, ein KP+, und ein Beleber. Nun folgt der Rest der Stadt, oder? Nö. Weil ich mich noch nicht OP genug fühle, beschließe ich kurzerhand die Route 19 südlich von Fuxania City mit Surfer zu erforschen und den Seeschauminseln einen Besuch abzustatten. Auf dem Weg dorthin begegnen uns sehr viele Schwimmer und theoretisch noch mehr Tentacher. Ich rate euch dringendst, genug Schutz einzukaufen, damit euch die Zufallsbegegnungen auf hoher See nicht nerven. Aufgrund der seit Fuxania City offenen Spielwelt funktioniert die Levelkurve nicht mehr wirklich. Wir liegen teilweise über 10 Level über den Teams unserer Gegner. Nicht, dass das Kanonenfutter zwischen den Arenen sonst besonders schwer zu besiegen wäre, doch spätestens jetzt fällt es auf. Auf der Route gibt es, by the way, keine versteckten oder sichtbaren Items. Was ich allerdings immer wieder lustig finde, ist, dass der Spieler nach einem Sieg über einen Schwimmer nie besonders viel Preisgeld erhält. Das wird wohl daran liegen, dass es recht schwer ist, eine Menge Bargeld in der Badehose mit sich zu führen. Vorbei an vielen feuchtfröhlichen Athleten erreichen wir die Seeschauminseln. Dort fangen wir einen Europ, ein Enteron, ein Golbat und einen Yugong. Die eisige Höhle wird damals wie heute viele Spieler verwirrt haben und ist für Kanto-Verhältnisse tatsächlich recht einzigartig. Zunächst hat sie zwei Eingänge. Diese kann man sich zunutze machen, wenn man die Zinnoberinsel von Fuxania City aus erreichen möchte. Außerdem herrscht in dieser Höhle eine heftige Strömung, was das Surfen auf einem Pokémon unmöglich macht. Um dieses Problem zu lösen, muss man, für Pokémon recht kreativ gelöst, Steine von ganz oben per Stärke in Löcher schmeißen, bis man ganz unten angekommen ist. Dadurch schubst man die Brocken nämlich ins Wasser und sorgt damit für eine Blockade des Wasserstroms, was wiederum die Nutzung Surfers ermöglicht. Doch warum der ganze Heckmeck? Was erwartet uns ganz unten in der Höhle? Naja, Arktos. Und damit meine ich nicht den dämlichen Schneemann von Tabaluga. Wobei der mich als Kind schon etwas gegruselt hat. Nein, die Rede ist natürlich vom zweiten legendären Vogel der Kanto-Region. Auch hier ist natürlich wieder ganz wichtig, direkt vor dem Eissittich zu speichern, für den Fall, dass der Fang nicht auf Anhieb klappt. Ähnlich wie bei Zapdos habe ich ein Pokémon mitgenommen, um das Frosthühnchen mit Donnerwelle leicht zu paralysieren. Dieses Mal war es jedoch nicht Magneton, sondern Zapdos selbst. Das alles hat es jedoch trotzdem nicht sonderlich einfacher gemacht. Ich musste einige Male Soft resetten, da mir die Bälle ausgegangen sind. Irgendwann ist es dann aber in einem Hyperball geblieben. Es fehlt also nur noch Lavados, um das Trio zu vervollständigen. Die Seeschauminseln können wir damit auch von unserer Liste streichen. Natürlich nicht, ohne die Items vorzulesen, die wir dort finden können. Ein Eisheiler, ein Beleber, ein Wasserstein, eine Riesenperle, ein Hyperball und ein verstecktes Nugget sowie ein versteckter Wasserstein. Wir verlassen die Höhle durch den anderen Eingang und befinden uns damit auf der zweiten Hälfte von Route 20. Und da wir schon mal hier sind, bekämpfe ich alle Trainer der Route und betrete erstmalig die Zinnoberinsel. Ihr könnt auf der Route nebenbei bemerkt das wiederkehrende Item Sternstaub finden. Dafür aber immer wieder hierher zurückzukehren und zu hoffen, dass es gespawnt ist, nur damit ihr es dann für ein paar Pokédollar verhökern könnt, lohnt die Mühen nicht. In der Zeit habt ihr das Geld dutzendfach mit dem Kampfhander erwirtschaftet. Auf der Vulkaninsel könnten wir jetzt schon Pyro herausfordern, ich entschließe mich zwecks Übersichtlichkeit aber, mich zunächst um die unerledigten Sachen auf dem Festland zu kümmern. Also nichts wie zurück nach Saffronia City. Bevor wir uns der Stadt und ihren Bewohnern widmen, gehe ich die zwei Arenen der Stadt an. Ja, in Saffronia City können wir uns gleich zwei großen Herausforderungen stellen. Die erste Arena ist das Kampf-Dojo. Wie der Name vermuten lässt, treffen wir hier auf viele Schwarzgurte, die allesamt Kampf-Pokémon einsetzen. Perfekt für Polente, welcher mit Fliegen nun richtig reinhauen kann. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Dojo um die ursprünglich offizielle Arena der Stadt. Dann kam Sabrina um die Ecke und hat die Jungs mit ihrem Psycho-Pokémon platt gemacht, wie einer der Trainer in Sabrinas Arena behauptet. Die Schwarzgurte der Arena tragen, wie alle normale Trainerklassen, einen Namen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ersten beiden Martial-Arts-Experten Shigeru und Satoru heißen. Die beiden wurden ganz offensichtlich in Anlehnung an Shigeru Miyamoto und Satoru Iwata so benannt. Shigeru Miyamoto solltet ihr als Erfinder von Mario und Zelda kennen.
Satoru Iwata war von 2002 bis zu seinem viel zu frühen Tod im Juli 2015 der Präsident Nintendos und hat durch seine Expertise erst dazu beigetragen, dass Pokémon Gold und Silber in der Form, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst erscheinen konnten. Der Leiter des Dojos trägt den Namen Junichi. Und auch das ist kein Zufall. Hier wurde nämlich der damalige Entwickler, Komponist und spätere Managing Director Game Freaks Junichi Masuda verewigt. Übrigens hat der Typ einen Post von mir auf Twitter geliked. Hashtag Flexing. Wenn euch seine Vita in der Geschichte Pokémons nichts sagt, habt ihr seinen Namen bestimmt schon in Zusammenhang mit der Masuda-Methode gehört. Bei der Masuda-Methode handelt es sich um eine versteckte Spielmechanik, bei welcher die Wahrscheinlichkeit, schillernde Pokémon aus ausgebrüteten Eiern zu erhalten, ab der vierten Generation massiv erhöht wird, wenn eines der Elternteile aus dem Ausland stammt. Das sollte zum Tausch mit Spielern rund um den Globus motivieren, was in der vierten Generation erstmalig durch das Internet und entsprechende Ingame-Features gut möglich wurde. Aber da hört es nicht auf. Eine weitere Legende hat nämlich in diesem Dojo seinen Platz. Okay, zumindest für uns eine Legende. Schwarzgurt Edmund kann hier ebenfalls herausgefordert werden. Und wenn ihr mindestens eines meiner Videos geschaut habt, ja, dieses eingeschlossen, kennt ihr alle auf jeden Fall einen legendären Edmund. Edi! Jupp. Edi ist kurz für Edmund. Aber sagt ihm nicht, dass ich euch das verraten habe, okay? Durch den Sieg über Schwarzgurt Junichi dürfen wir uns ein Pokémon für unsere Sammlung aussuchen. Wir müssen uns zwischen Kikli und Nocturne entscheiden. Für unseren weiteren Run ist das erstmal völlig irrelevant. Ich wähle Kikli. Und nun, endlich und wirklich, die Safronia City Pokémon Arena. In gefühlt dutzenden Videos habe ich euch die Mechanik dieser Arena bereits erklärt und euch einen Weg offenbart, wie ihr die Leiterin erreichen könnt, ohne einen einzigen Kampf gegen eine ihrer Trainer absolvieren zu müssen. Das spare ich mir an dieser Stelle mal, da wir ja eh gegen alle antreten müssen. Ich trete also auf die Teleporterfelder und werde so von Raum zu Raum geschickt. In jedem muss ich gegen irgendeinen Psycho antreten. Buchstäblich. Nach ein paar Minuten erreiche ich die Tochter Urigellas und fordere sie zum Kampf heraus. Runde 1 startet und endet mit Habibi gegen Kadabra. Das Psycho-Pokémon hat eine Verteidigung aus Papier und wurde schnell von Ibitax Bohrschnabel besiegt. Pantimos überlebt nur länger als 2 Runden, weil Sabrina einen Hypertrank einsetzt. Und dann kommt Omot. Ich erspare mir weitere Worte. Sabrinas größter Trumpf ist Simsala, ein schnelles und extrem starkes Poké. Oh. Es ist schon tot. Ja, gut, das muss mich nicht wundern. Mittlerweile sind wir so stark geworden, dass Ibitak die Arena komplett alleine klären konnte. Neben dem Sumpforden erhalten wir die TM04, Gedankengut. Auch wenn es im Vergleich zu der bisherigen Vorgehensweise dieser Dokumentation falsch herum abläuft, müssen wir uns nur noch in der Stadt umsehen, bevor wir Kurs Richtung Orden Nummer 7 nehmen können. Neben dem Supermarkt ist ein Trainer-Fanclub. Noch erkennt uns hier keiner, aber wer weiß, was passiert, wenn wir eines Ferntages als Pokémon-Meister hierher zurückkehren. Dann besuchen wir das Haus der Nachahmerin. Der Person im Spiel, die mich damals wie heute mit ihrem Dialog super verwirrt. Da der Protagonist nie spricht, weiß man bei der Interaktion zwischen den beiden nie, wer was sagt. Aber immerhin muss die Kleine gutes Taschengeld bekommen. Neben einem Goldnugget in ihrem Schreibtisch hat sie auch noch einen Super Nintendo und Pokémon-Puppen in ihrem Zimmer. Wir, die eindeutig älter sind als sie, besitzen lediglich ein NES. Die Nachahmerin ist in den Remakes auch ein Attackentutor. Bringt man ihr eine Poképuppe, welche ihr in Prismana City kaufen könnt, bringt sie eurem Pokémon die Attacke Mimikry bei. In Rot und Blau war Mimikry noch eine TM, welche ihr ebenfalls über diesen Weg erhalten konntet. Passend zum Thema Safronias besuchen wir einen Mann namens Mr. Psycho. Dieser schenkt uns die TM29 Psychokinese, einer der mächtigsten Attacken im Spiel. Damit haben wir die goldene Stadt endlich in Gänze erforscht und können das Festland nun wieder verlassen. Auf zur Zinnoberinsel. Dieses zugegebenermaßen recht kleine Örtchen hat auf den ersten Blick nicht so viel zu bieten. Wenn da nicht das Pokémon-Haus wäre. Die Arena können wir ohnehin noch nicht betreten. Die Eingangstür ist nämlich, wie die in der Arena Britannia Cities, abgeschlossen. Also warum nicht die Überreste eines Forschungslabors durchkämmen, die von einer gewaltigen Explosion komplett zerrissen wurde? Hier fangen wir ein Smogon, ein Slimer und ein Smogmog. Der Soundtrack des Hauses ist, wie für Gen 1 Pokémon-Spiele bekannt, seltsam gruselig und finster. Überall liegen Trümmerteile verstreut und Diebe sowie abenteuerlustige Forscher treiben sich herum. Auf den Tischen der Villa verstreut finden wir Fetzen von Tagebucheinträgen, die nur ein vages Bild davon malen können, was sich hier abgespielt haben könnte. Ordnet man die Einträge ihrem Datum nach, ergibt sich folgende Geschichte. 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. 1. September. Mewtwo wird immer stärker, wir können die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen.
Auch hier habe ich wieder zwei interessante Details für euch am Start. Das erste ist, dass nur in der englischen und deutschen Version des Spiels im ersten Satz von einem Niemandsland die Rede ist. Im japanischen Original wird Guyana in Südamerika genannt. Zusammen mit Tixie und dem Museum ist dies also schon die mindestens dritte Erwähnung der realen Welt. Das zweite interessante Detail ist tatsächlich mal wieder Trivia dieses Kanals. Einige von euch werden das Video schon gesehen haben. Ich rede von meinem Weltrekordversuch, in welchem ich versucht habe, innerhalb von 24 Stunden am Stück alle 150 Kanto-Pokémon in Feuerrot und Blattgrün zu fangen und sie auf eine Edition zu bringen. Ob ich es geschafft habe oder nicht, müsst ihr euch selbst reinziehen. Doch wann endete dieser 24-Stunden-Stream? Am 6. Februar, an Mewtwos Geburtstag. Ich schwöre, das war keine Absicht. Um ins Kellergeschoss des Pokémon-Hauses zu gelangen, müssen wir Schalter an großen Mewtwo-Statuen betätigen, die Rolltore hochfahren bzw. runterlassen. Solltet ihr einen 100%-Run vorhaben und bereits alle Pokémon hier gefangen haben, rate ich euch dringend, ein paar Dosen Schutz mitzunehmen. Die Encounter-Rate ist recht hoch und wenn ihr an alle Items kommen oder einfach nur ungestört die Schalter ausprobieren wollt, kann es echt nerven, wenn gefühlt alle 5 Schritte ein Smogon um die Ecke schwebt. Für alle, die den Kontext dieses Hauses zur Story noch nicht greifen konnten, eine Gruppe Forscher hat während seiner Expedition ein Mew gefunden und es geklont. Das neue Pokémon Mewtwo wurde unkontrollierbar, brach aus dem Labor aus und zerstörte es dabei. Neben dem Arena-Leiter Pyro wird hier auf der Insel noch ein weiterer Charakter, welchem wir schon begegnet sind, als damaliger Forscher enthüllt. Aber dazu gleich mehr. Im Keller finden wir einen besonderen Gegenstand, mit welchem wir die Arena auf der Insel aufschließen können. Den Fragezeichenschlüssel. Nachdem wir ihn gefunden haben, widme ich mich den anderen Items, die es hier gibt. Diese sind ein Fluchtseil, ein Protein, ein Zink, ein Calcium, ein KP+, ein Toptrank, ein Eisen, ein Sonderbonbon, ein Carbon, eine Top-Genesung, die TM14 Blizzard, die TM22 Solarstrahl und die versteckten Gegenstände Mondstein und Elixier. Nun befassen wir uns mit der Erforschung der restlichen Insel. Groß ist sie nicht. Wir beginnen mit dem Forschungslabor. Im letzten Raum finde ich einen Forscher vor, dem ich unser Domfossil und Altbernstein überlasse. Nach kurzer Zeit, ihr müsst dafür nur den Raum verlassen und erneut betreten, erhalten wir ein Kabuto und ein Aerodactyl, die aus den Steinen wiederbelebt wurden. In der Eingangshalle des Laboratoriums hängt ein ziemlich auffälliges Bild, einmalig für das ganze Spiel. Es ist ein Porträt des Gründers der Einrichtung, Dr. Fuji. Genau, der Opa aus Lavandia, der einem eine Flöte überreicht, nachdem man ihn aus dem Turm rettet. Bloß, dass er auf der Plakette des Bildes noch Doktor genannt wird. Er und Pyro waren maßgeblich an der Erschaffung Mewtwos beteiligt. Gut, das werden viele von euch schon gewusst haben. Immerhin sehen wir Mr. Fuji sogar im ersten Pokémon-Film Mewtwo schlägt zurück. Den Anime mit den Spielen in Verbindung zu bringen ist natürlich recht schwammig. Doch hier passt es einfach ganz gut. Es hat eine gewisse finstere Note, den alten Mann nun zurückgezogen in Lavandia anzutreffen. Er scheint die Öffentlichkeit zu meiden, wo er kann. In einem Pokémon-Journal heißt es, der publikumsscheue Mr. Fuji hat unsere Interviewanfrage zurückgewiesen. Sogar seinen Doktortitel trägt er nicht mehr. Die Hintergründe des Unglücks werden vom Spiel nie genauer durchleuchtet. Im Film ist es so, dass Fujis Tochter verstarb. Derartige Hinweise oder eine Bestätigung dafür, dass es hier genauso ablief, bleibt uns das Spiel schuldig. In einem anderen Raum des Laboratoriums finden wir einen Attackentutor vor, welcher uns die Attacke Metronom beibringen kann. Dafür habe ich aber keine Verwendung. Was auffällt ist, dass hier gleich drei Leute rumlaufen, die mit einem Pokémon tauschen wollen. Raichu gegen Elektroball, Blutzug gegen Tangela und Ponyta gegen Europe. Keines dieser Tauschgeschäfte macht für uns einen Sinn, da wir an jedes dieser Pokémon längst auch aus eigener Kraft kommen können. Ich finde es trotzdem cool, dass sie da sind. In-Game-Tauschgeschäfte sind leider etwas, das über die Generationen zwischendurch in Vergessenheit geriet. Nun ist es Zeit für die Arena. Da Pyro ein Liebhaber von Quizfragen ist, können wir hier ebenfalls an solchen in einem Wissensspiel teilnehmen. Antworten wir falsch, müssen wir gegen Trainer der Arena antreten. Die Quizfragen jucken mich ehrlich gesagt eher weniger. Spricht man den Trainer von sich aus an, geht der Kampf auch so los und das Tor in den nächsten Raum öffnet sich. Die Kämpfe dauern zwar länger als einfach die Fragen zu beantworten, doch eilig haben wir es ja nun wirklich nicht. Ich spreche die Trainer dementsprechend einfach an und schnappe mir im Kampf wertvolle Erfahrungspunkte für mein Team. Als wir im Raum mit Pyro ankommen, entdecke ich ein weiteres einzigartiges Bild an der Wand. Es ist ein Foto von Pyro und Mr. Fuji. Diese und weitere kleine Andeutungen sind nebenbei bemerkt die Hinweise dafür, dass auch Pyro hier einst forschte, mit der stattgefundenen Katastrophe aber wohl besser umgehen konnte als unser lieber Flötenopa. Das wiederum könnte uns darauf schließen lassen, dass die emotionalen Konsequenzen für Fuji deutlich schwerwiegender waren als für Pyro. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Den Kampf gegen den Feuer-Arena-Leiter Pyro stelle ich mir schwieriger vor als sonst. Ich verfüge nämlich über kein einziges Wasser-Pokémon in meinem Team.
In Runde 1 stehen sich Fukano und Arachnafaria gegenüber. Das ist schon mal gar nicht gut, denn Fukanos Fähigkeit Bedrohung verringert unseren Angriff. Ein Wert, von dem Nidoqueen durch Attacken wie Kraftkoloss massiv profitiert. Wir entscheiden die Runde aber trotzdem für uns. Ponita wird eingesetzt und ich wechsle zu Killers, welcher mit Flügelschlag Ponitas KP in den roten Bereich bringt. Das sorgt dafür, dass Pyro seine Heil-Items immer und immer wieder einsetzt und sie so verballert. Nach dem ersten Feuerpferd folgt gleich das zweite, etwas größere Feuerpferd. Ich versuche mein Glück nochmal mit Nidoqueen und bekomme auch gut Schaden raus. Für einen Sieg langt es aber nicht, sodass Glurak klären muss. Schlussendlich stehen wir Pyros Ass im Ärmel gegenüber, einem Akani auf Level 47. Da es ebenfalls über die Fähigkeit Bedroher verfügt, ist Killers Flügelschlag quasi nutzlos. Ich spekuliere daher mit der Attacke Schlitzer auf einen Volltreffer, da ein solcher Statusveränderungen ignorieren würde und Schlitzer eine erhöhte Chance auf einen kritischen Treffer hat. Vergebens. Wieder muss Alt-Edi mit Hyperzahn klären. Der Vulkanorden ist zusammen mit der TM38 Feuersturm unser. Beim Verlassen der Arena treffen wir auf Bill, den Pipi-Cosplayer von Route 25. Er möchte uns auf eine Spritztour nach Island 1 mitnehmen. Dieses Angebot können wir annehmen oder ablehnen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Entscheidungen in diesem Spiel sind wir aber nicht durch eine Endlosschleife dazu gezwungen, Ja zu sagen. Lehnen wir ab, wartet Bill geduldig im Pokémon Center auf uns, bis wir unsere Meinung ändern. Tatsächlich kann man das Spiel danach einfach regulär weiterspielen, also mit dem 8. Orden weitermachen. Das machen wir natürlich nicht. Immerhin wollen wir erforschen. Kurz zur Erklärung für alle, die die Generation 1 Remakes nicht gespielt haben. Als Bonusinhalt haben die Entwickler von Feuerrot und Blattgrün die sogenannten Sevi Islands hinzugefügt. Dies ist eine Inselgruppe mit meist kleineren Städten und Routen, die der Spieler erforschen kann. Zunächst werden uns 3, später aber insgesamt 7 Inseln vor die Nase gesetzt. Einige davon befassen sich sogar mit der zweiten Generation und deren Pokémon. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Grundsätzlich bin ich immer ein großer Freund davon, wenn Remakes etwas Neues hinzufügen. Und mit den Eilanden haben wir tatsächlich damals wirklich guten Bonus-Content erhalten. Ich schwinge mich mit Bill auf ein Speedboat und brettere nach Island 1. Dort stellt uns der Pokémaniac einen Mann namens Celio vor. Der Dude hat richtig Bock auf LAN-Party und hat einfach so im Alleingang das PC-Netzwerk, durch welches wir an unsere Pokémon kommen, für die komplette Inselgruppe aufgebaut. Problem? Das Netzwerk läuft nicht so, wie es soll. Also quasi wie alle Netzwerke dieser Welt. Darum will Bill hier auch aushelfen. Damit wir uns auch etwas nützlich machen können, sollen wir einen Meteoriten auf Island 2 bringen, um ihn dort von einem Experten unter die Lupe nehmen zu lassen. Interagiert man mit dem fetten Server im Pokémon Center, sehen wir, dass das Netzwerk Level 0 beträgt. Es ist kein Zugriff auf das Lagerungssystem möglich. Neben dem Meteoriten erhalten wir auch einen Tripass. Durch diesen können wir von Island 1 bis einschließlich 3 fahren. Zunächst kümmern wir uns aber selbstredend um diese Insel. Es gibt einiges zu entdecken. Die Anwohner hier reden eigentlich nur über Celio oder den Glutberg, einem stillen Vulkan. Interessanter ist die im Süden der Insel liegende Schatzgestade, einem Ort, an dem man, wie der Name wohl vermuten lässt, Schätze finden kann. Zuerst fange ich aber die hier für uns neuen Pokémon Tentoxa, Tangela und Snubbelicat. Die Schätze, die ihr hier finden könnt, sind allesamt wiederkehrende Items, also Gegenstände, die nach einer Summe X an Schritten eine Chance haben zu respawnen. Das Thema hatten wir ja schon. Die möglichen Gegenstände sind Hyperbälle, Sternstaub, Sternstücke, Perlen und Riesenperlen. Doch wie auch schon mit dem Sternstaub auf Route 20 lohnt es sich einfach kein Stück, 1500 Schritte für die Chance auf ein paar seltene Items zurückzulegen. Der Kampfwander in Verbindung mit dem Münzamulett wird euch später sehr, sehr viel mehr Geld in weniger Zeit einbringen. Östlich der Stadt können wir über das Wasser den Glühweg erreichen, eine Route mit vielen Trainern. Mit dabei diese Mühlensippe. Warum erwähne ich die? Weil ich in meiner 24 Stunden 150 Pokémon Challenge genau diese beiden genutzt habe, um meine Pokémon schnell aufzuleveln. Das war damals für Entwicklungen dringend nötig. Und auch in diesem Run habe ich die beiden oft in Anspruch genommen. Und zwar mit einer ganz besonderen Strategie, von der ich denke, dass sie in Feuerrot kaum zu überbieten ist. Diese erkläre ich euch, sobald ich mit dem Rest des Glühweges fertig bin. Die Umgebung hier erinnert an eine Urlaubsinsel. Strand, soweit das Auge reicht, und überall Schwimmer, Picknicker und im Sand trainierende Sportler. Weiter im Norden finde ich eine Höhle vor, in welcher sich eine Therme befindet. Abgesehen von den heilenden Kräften des Wassers treffen wir hier auf einen älteren Herrn, welcher uns die VM06 Zertrümmerer überreicht. Damit können wir nun auch die in Generation 2 eingeführten Steinchen zertrümmern und damit neue Wege freimachen und sogar Pokémon entdecken. Darunter auch ein Georock, welches wir unserer Sammlung hinzufügen. Ach, und Ponita sowie Galoppa habe ich auch noch im hohen Gras finden können. Diese wurden von Rot und Blau, wo man sie in der Pokémon-Villa auf der Zinnoberinsel finden konnte, hierher zum Glühweg verschoben. Macht auch ehrlich gesagt etwas mehr Sinn. Brennende Pferde in einem explodierenden Forschungslabor hat ein kleines Geschmäckle.
Weiter im Norden erreichen wir dann den Glutberg, welchen wir gleich betreten werden. Zuvor liste ich euch noch wie gewohnt die Items auf und berichte euch dann von meiner Trainingsstrategie. Auf dem Glühweg findet man ein Carbon, ein Ether und einen Topschutz. Und nun der Mühlensippentrick. Um einen vollen Pokédex erhalten zu können, ist es auch notwendig, bereits gefangene Pokémon zu trainieren, um sie zu entwickeln. Nicht alle sind logischerweise in freier Wildbahn fangbar. Den perfekten Ort zum Trainieren zu finden, kann sehr mühselig sein. Zeit ist immerhin Geld, oder in diesem Fall Erfahrungspunkte. Daher musste ich mir eine Strategie ausdenken, wenn ich nicht unbedingt gegen dutzende wilde Pokémon kämpfen wollte. Ich präsentiere den Mühlensippentrick. Das Setup dafür klingt erstmal anstrengend, ist aber leichter als man denkt. Fangt euch in der Azura City Höhle einen Elektroball auf einem hohen Level. Holt dann dieses Elektroball ins Team und pumpt es mit Protein voll. Das erhöht seinen Angriff. Nehmt dann das Pokémon, welches ihr trainieren wollt, und eine Menge Beleber mit zur Mühlensippe. Setzt Elektroball an die erste Stelle eures Teams und das zu trainierende Pokémon an Platz 2. Wichtig ist, dass die restlichen 4 Plätze im Team ebenfalls gefüllt sein müssen, und zwar mit schwachen Pokémon. Fordert das Duo mit Hilfe des Kampfhanders heraus. In Runde 1 setzt ihr mit Elektroball Explosion ein und tauscht gleichzeitig euer zweites Mon mit einem aus eurem Team aus. Nun passiert folgendes. Elektroball besiegt durch Explosion euer schwaches Pokémon und das Razzaf und Machomai der Gegner. Damit erhält niemand hier Erfahrungspunkte, außer das zu trainierende Pokémon, welches ihr ausgetauscht habt. Danach belebt ihr Elektroball wieder und nutzt den Kampfhander erneut, bis ihr das gewünschte Level erreicht habt. Durch die hohe Geschwindigkeit Elektroballs ist es prinzipiell egal, wie viel KP es noch hat. Es wird immer zuerst angreifen und alles wegsprengen, was sich ihm in den Weg stellt. Wenn alle Pokémon bis auf euer zu trainierendes besiegt sind, fahrt einfach in die heiße Quelle und heilt euch. Klar könnt ihr auch einfach nach jedem Kampf in die Quelle, anstatt Beleber für Elektroball zu verballern, aber so geht es halt schneller. Einige Trainer haben nach ein paar Herausforderungen mit dem Kampfhander plötzlich stärkere Pokémon. Das Kampfduo Dirk und Heidi besitzen recht schnell ein Machomai und ein Razzaf auf Level 57. Damit erhält euer Pokémon mit dieser Strategie, ohne jemals selbst etwas tun zu müssen, 2316 EP von Machomai und 1788 EP von Razzaf. Bevor jetzt jemand sagt, gebt dem schwachen Pokémon doch einfach Schutzschild, dann ersparst du dir das Austauschen, würde ich ja gerne, doch in Feuerrot kann man nur eine einzige Schutzschild-TM im ganzen Spiel erhalten und sie auch nicht nachkaufen, sonst wäre es natürlich noch einfacher. Der Glutberg erinnert mich immer ein bisschen an den Vulkan aus Pokémon Rubin und Saphir, und bedenkt man, dass diese Spiele so nah beieinander liegen, soll das wohl auch so sein. Abseits der vielen wilden Pokémon treffen wir auch auf eine Trainerklasse, die erst in der dritten Generation eingeführt wurde, Pokémon Ranger. Aber dazu hört ihr gleich noch zwei Sätze, wenn wir bei Island 3 angekommen sind. Pokémon Ranger sind natürlich sehr daran interessiert, dass man die Umwelt nicht beschädigt, und nutzen entsprechend Pflanzen-Pokémon. Um den Weg nach oben schneller zu erreichen bzw. weniger wilden Pokémon zu begegnen, kann man eine Abkürzung über die Zertrümmerersteine nehmen. In der östlichen unteren Ecke des Berges lauern Team Rocket Mitglieder rum. Sie sprechen über einen Schatz, lassen sich aber sonst nicht weiter von mir beirren. Auch ein Kampf gegen sie findet nicht statt. Ganz in der Nähe, quasi am Eingang, läuft ein Wanderer rum, der einem eurer Pokémon Explosion beibringen kann. Wir betreten eine Höhle. Ein kurzer Pfad führt uns höher auf den Vulkan. Oben angekommen erwartet uns ein klassisches Schieberätsel und Lavados. Jupp, im Remake haben sie den Standort der legendären Feuermeise von der Siegestraße hierher verlegt. Ein deutlich besserer Ort, wenn ihr mich fragt. Ich speichere vor dem letzten Mitglied des Trios und versuche mein Glück. Auch dieses Mal ist Zapdos mit von der Partie, um mit Donnerwelle und Borschnabel Vorarbeit zu leisten. Und das mit Erfolg. Ich benötige zwar sehr viele Hyperbälle, muss aber meinen Spielstand nicht einmal neu laden, weil ich es aus Versehen besiege. Damit verbleiben nur noch die Items, die auf diesem Berg für uns auffindbar sind. Ein Angriff Plus, ein Hyperball und ein Feuerstein. Versteckt sind ein weiterer Hyperball und ein weiterer Feuerstein. Fun Fact: An allen Aufenthaltsorten der legendären Hühnchen finden sich immer jeweils 2 Evolutionssteine. Einer sichtbar und einer versteckt. Bei Arctos Wasser, bei Zapdos Donner und bei Lavados eben Feuersteine. Auf der zweiten Insel fällt mir gleich ein Schild ins Auge, welches uns verbietet, aufgrund der starken Strömung zu surfen. Wir können uns also erstmal nur auf dem Festland umschauen. Ein junger Mann hat einen kleinen Verkaufsstand aufgebaut und bietet das sehr kostengünstige Hall-Item Tafelwasser an. Ich hätte natürlich auch schon eine Menge davon aus den Automaten in Prismania City ziehen können, doch große Mengen kaufen sich hier deutlich angenehmer, da man nicht ständig den A-Knopf ballern muss wie ein Berserker. In einer Hütte lebt der Attackenerinnerer. Die meisten kennen ihn aus Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd. Dort waren Herzschuppen nötig, damit er einem hilft. In diesem Spiel sind es tatsächlich Mini- und Riesenpilze. Die Änderung ist schnell erklärt.
Herzschuppen könnte man in Höhen, also der Region von Rubin und Saphir, einfach über das Pokémon Libiskus erfahren. Das gibt es in Kanto aber nicht. Also griff man hier zu einem anderen Item, welches von einem anderen Pokémon getragen wird. Pilze von Paras. Nebenan befindet sich die Spielehalle. Diese hat aber nichts mit dem Casino aus Prismania zu tun, sondern ist ein komplett eigenes Ding, zu dem ich aber später noch komme. Ich betrete das Haus und treffe einen sehr aufgebrachten Mann vor, der sich unheimlich Sorgen um seine kleine Irma macht. Sie scheint zu einem verabredeten Termin nicht aufgetaucht zu sein. Ich soll auf einer 3 nach ihr suchen. Ein Biker stört uns. Er hat sich offensichtlich verfahren. In seiner Textbox ist mir ein vermeintlicher Übersetzungsfehler aufgefallen. Nachdem der besorgte Mann sich verständlicherweise über den Motorradfahrer echauffiert, antwortet dieser mit "Oh, oh, hab dich." Dieser Satz macht im Kontext der Unterhaltung keinen Sinn und wurde vermutlich wortwörtlich aus dem Englischen "got you" oder auch verkürzt "gotcha" übersetzt. Das heißt hier aber nicht "hab dich", sondern "verstanden". Ein Item ist hier auch noch zu finden, und zwar ein Beleber. Außerhalb des Örtchens befindet sich die Kappkante. Abgesehen von hohem Gras und Wasser findet man hier nur ein Haus mit einer Dame darin vor. Diese Frau kann Starter-Pokémon besondere Attacken je nach Typ beibringen. Das tut sie aber nur, wenn das jeweilige Pokémon einen liebt, also die Zuneigung maximiert ist. Bei den Attacken handelt es sich um Lurkanonade für Feuer, Faunastatue für Pflanze und Aquahaubitze für Wasser. Sie sind im Kern Variationen der Attacke Hyperstrahl, die sich nur im Typ unterscheiden. Man muss sich nach ihrer Nutzung also einen Zug lang aufladen. Die Attacke hat für mich in diesem Run keinen praktischen Nutzen, weswegen ich mich dagegen entscheide, sie Glurak beizubringen. Mit dem Detektor können wir hier ein verstecktes Sonderbonbon und Apitop finden, das einzige im Spiel. Apitop maximiert die AP einer Attacke. Wir steuern nun Island 3 an. An der Küste der Insel belästigen zwei Biker eine Dame. Noch können wir ihr nicht zu Hilfe eilen. In der Stadt setzt sich dieses Bild dann fort. Eine ganze Gang versperrt uns den weiteren Weg. Der Zugang zum Pokémon Center ist aber möglich. Der PC funktioniert hier auf wundersame Weise auch. Solltet ihr euch also in der Sevi Islands Quest wiederfinden und in einer Notlage stecken, fahrt einfach hierher, um euer Team zu verändern oder Items abzulegen. Ihr könnt nämlich erst wieder nach Kanto zurückkehren, wenn ihr diese Questline abgeschlossen habt. Ich heile meine Pokémon und bringe dem Töff-Töff-Club ein paar Manieren bei. Wäre ich nicht schon längst überlevelt, würden diese Kämpfe tatsächlich eine Herausforderung darstellen. Wir müssen nämlich gegen gleich 4 Motorradfahrer nacheinander antreten. Ich wünschte, diese Art von Challenge würde dem Spieler häufiger auferlegt. Die Bande macht einen Abgang und uns damit den Weg Richtung Norden frei. Als Dankeschön drückt uns dieser Mann ein Top-Genesung in die Hand. Wir schauen uns noch ein wenig um und erhaschen Informationen zu Irmas möglichem Aufenthaltsort. Sie könnte sich im Bärenforst rumtreiben, was etwas problematisch wäre, da es dort spuken soll. Wir schnappen uns noch das Fläschchen Zink und AP+ und betreten dann die Buntbrücke. Geografisch ist die Buntbrücke einer meiner Lieblingsstellen im ganzen Spiel. Bedauerlicherweise findet hier, abgesehen von ein paar Trainerkämpfen, nichts Besonderes statt. Wir treffen auf eine Trainerin der Klasse Aroma Lady und Plancha. Diese Klassen wurden mit Rubin und Saphir eingeführt. Sie jetzt über den Zusatzinhalt der Remakes hier mit unterzubringen, finde ich sehr gelungen. Als einziges verstecktes Item finden wir einen Top-Schutz. Es gibt zwar noch die wiederkehrenden Items Sternstaub und Perle, diese könnt ihr aber mangels Rentabilität wie immer ignorieren. Im ominösen Bärenforst angekommen, ertönt sofort die Melodie des Vertania-Walds. Doch im Gegensatz zum berühmtesten Wald Kantos ist das Blätterdickicht hier nicht sattgrün, sondern eher gelblich. Es ist tatsächlich auch mal nett, nicht immer nur den 0815 grünen Blätterwald vor die Augen projiziert zu bekommen. Überall am Boden sind, gemäß des Namens, Bären auffindbar. Diese sind tatsächlich allesamt wiederkehrende Items. Das bedeutet, wenn euch mal eine Beere fehlt, könnt ihr gerne im Forst nachschauen und euer Glück versuchen. Viele dieser Früchtchen kann man aber auch über die Fähigkeit Mitnahme erhalten. Ich erspare euch hier mal eine Liste aller potenziellen Bären. Es sind auch wirklich keine absoluten Burner dabei, mit Ausnahme der Prunusbeere. Wir kämmen uns durchs Gestrüpp und finden in der hinterletzten Ecke das Kind völlig verängstigt vor. Aus irgendeinem Grund spricht Irma von sich selbst in der dritten Person. Sie habe Angst vor einem gruseligen Pokémon und könne sich nicht bewegen. Sie spricht ihre Angst kaum aus, da taucht das Pokémon auf, von dem sie sich so fürchtet. Es ist ein Hypno. Okay, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Da dieses Hypno ohne weiteres fangbar ist, mache ich keine halben Sachen und sperre es für seine Missetaten auf ewig in ein Gefängnis aus kaltem, zu einem Ball geformten Stahl ein. Erleichtert über ihre Rettung schenkt uns das Mädchen eine Japa-Beere. Ich bringe sie zurück zu ihrem Vater, der natürlich überglücklich ist und uns zum Dank einen Mondstein schenkt. Wir überreichen den Meteoriten von Bill und beenden damit unsere Inseltour und unseren Botengang. Fortan können wir hier über den Game Boy Advance Drahtlosadapter Minispiele gegen andere Spieler spielen. Und Plot Twist, das ist sogar notwendig, um den goldenen Trainerpass zu erhalten. Komme ich aber, wie immer, auch noch zu. Bevor ich es vergesse,
Hier sind die Items, die ihr im Bärenforst finden könnt und die keine Bären sind. Ein Top-Ether, ein Hyperheiler und ein Top-Elixier. Auf den Sevis gibt es für uns nichts mehr zu tun. Ich spreche mit Bill und höre nebenbei zu, wie Celio den Pokémaniac beinahe vergöttert. Zusammen machen wir uns auf den Rückweg zur Zinnoberinsel. Ab sofort kann ich mit Hilfe des Tripasses in Orania City jederzeit wieder die Eilande besuchen, doch wie gesagt, aktuell können wir dort nichts Neues entdecken. Wir schwingen uns daher auf unser Pokémon und surfen die Route 21 hoch nach Alabastia. Ich erwähne es gleich vorweg, das einzige Item hier ist eine wiederkehrende Perle, also nutzlos. Analog zur Route 20 treiben hier viele Schwimmer im Wasser. Auf kleinen Sandbänken mitten im Ozean suchen Angler nach einem großen Fisch. Wie für manche Pokémon-Spiele bereits Tradition, treffen wir auf dieser Route den einen Angler, welcher ein Team bestehend aus 6 Carpador besitzt. Es ist Angler Alan oder Elaine. Dieser Jog-Trainer kommt in nahezu jeder Generation vor, bietet abseits des Witzes aber nichts. Weder Erfahrungspunkte noch besonders viel Geld. Auf dem kurzen Wiesenabschnitt vor Alabastia können wir zu 100% Tangela finden. Allerdings haben wir den laufenden Seetang ja bereits auf Island 1 gefunden. Und dann sind wir wieder dort, wo alles begann. Alabastia. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass sich hier zumindest ein bisschen was verändert hat, aber Fehlanzeige. Selbst unsere Mutter scheint es komplett egal zu sein, dass wir buchstäblich die gesamte Region abgegrast und jedes fangbare Pokémon und Item gefunden haben. Etwas enttäuschend, aber was will man machen? Wir legen eine kurze Pause ein und fliegen nach Vertania City rüber. Auf in die letzte Arena, auf zum finalen Part der Main Story. Das Schlüsselelement dieser Arena sind die Bodenplatten, welche wir auch aus dem Versteck Prismania Cities kennen. Sie befördert uns unkontrolliert in eine Richtung. Natürlich finden wir auch hier Trainer vor, die für den Leiter zu arbeiten scheinen und etwaige Herausforderer auf die Probe stellen sollen. Es werden überwiegend Boden-Pokémon eingesetzt. Und da viele Boden-Pokémon in Kanto gleichzeitig auch den Typ Stein besitzen, sehen hier weder Habibi noch Polente viel Land. Was aber hilft, sind die zusätzlichen Erfahrungspunkte der Sevi Islands. Dadurch bewegen wir uns bequem im oberen 40er Bereich. Killers und Eli sind sogar schon auf Level 50 angekommen. Arachnafaria habe ich mittlerweile Surfer beigebracht. Etwas, das sich in dieser Arena besonders auszahlt. Denn der zusätzliche Steintyp mag sie gegen Normalattacken schützen, doch eine Wasserattacke spült Pokémon wie Onix oder Rihorn weg wie nichts. Nachdem ich alle Trainer hier besiegt habe, stelle ich mich dem Leiter und es ist... Plot Twist! Giovanni! Okay, jeder von uns weiß, dass der Rocket Boss der Arenaleiter von Vertania City ist, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Runde 1 startet. Ich führe Habibi in den Kampf und muss gegen Rihorn kämpfen. Okay, da habe ich wohl mal kurz nicht aufgepasst. Mit Ibitak reinzugehen war nämlich definitiv nicht meine Absicht. Ich korrigiere meinen Fehler, wechsle in Nidoqueen ein und one-shotte das Rihorn mit Surfer problemlos. Giovanni setzt Diktri ein. Es ist stark und schnell, weswegen es einen Schlitzer rausbekommt. Es überlebt aber den Surfer ebenfalls nicht. Um Arachnafaria gegen das nun kommende Nidoqueen zu schonen, kommt Habibi aufs Feld und zerbohrt den Gegner. Im Gegensatz zu Rot und Blau besitzt der Arenaleiter hier kein Rizeros, sondern einfach ein zweites Rihorn auf Level 50. Das finde ich ehrlich gesagt etwas enttäuschend. Es macht den Kampf viel zu einfach. Gut, Rizeros hätte sich genauso schlecht gegen Surfer wehren können wie seine Vorstufe, aber dass sein stärkstes Pokémon einfach eines ist, welches sich mit einem Safari-Ball casual in der Zone fangen kann, ist etwas billig. Nidoking kommt aufs Feld und zum ersten Mal überhaupt lasse ich Beth Jazos auch mal was erledigen. Mit seinem geisteskrank hohen Spezialangriff und Psystrahl hat Nidoking keine Chance. Wir erhalten den Erdorden und damit den letzten, der notwendig ist, um die Liga herauszufordern. Natürlich ist auch hier eine Geschenk-TM am Start, TM26 Erdbeben. Eine TM, die der Boss Team Rockets nach eigenen Angaben selbst erschaffen hat. Wie auch schon in Pokémon Rot, Blau und Gelb, können wir Don Corleone nach dem Kampf nochmal ansprechen. Dieser sieht seine Missetaten ein und verspricht, das Team Rocket aufzulösen. Er verdünnisiert sich. Setzt man nun den Detektor an der Stelle ein, an dem vorher noch der Leiter stand, können wir ein Macho-Band erhalten. Dieses Item verdoppelt die erhaltenen EV, sprich, es eignet sich hervorragend, um damit hunderte Nebulak zu klatschen. Nach Ablegen des Macho-Bandes haben wir tatsächlich das Limit der ablegbaren Gegenstände im PC erreicht. Ja, es gibt immer noch ein Limit. Dies erreicht man aber deutlich später als in den früheren Spielen. Ab jetzt heißt es haushalten und gucken, wohin mit den Gegenständen, die wir für die 100% auf jeden Fall brauchen. In der Vergangenheit habt ihr den Vorschlag gemacht, dass ich Items, die ich nicht brauche, ja auch Pokémon, die auf der Box rumlungern, zum Tragen geben kann. Und das ist eine wirklich gute Idee. So machen wir das. Und jetzt auf zur Pokémon-Liga. Und das war's an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, auch diese Episode konnte euch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Vielen, vielen Dank auch an die Coffee-Supporter der letzten Woche. Eure Großzügigkeit haut mich echt immer wieder vom Hocker. Diese Woche dabei... Kodur.
Florian, Niki, Krasus D, Enigmatria und Nächste Woche zerstören wir die Top 4 und bewegen uns mit großen Schritten auf das Endgame des Spiels und dieser Doku zu. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen für eure Aufmerksamkeit und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.